So, seht ihr, da steht, finde den Buchstaben und mal ihn mit einer Farbe. Und jetzt in diesem Wirrwarr zuerst einmal wird das Kind natürlich sehr gewusst in der Buchstabe. Und dann wird es anfangen, wenn es das erste Buch schon, bitte schön, weil es sind immer fortlaufend die gleichen Buchstaben, wenn es das natürlich schon kennt, wird es sofort wissen, aha, hier ist das A. Und es wird natürlich dann diesen Buchstaben rausmalen wollen mit einer Farbe. Und es hat hier noch kleine Unterteilungen. Also ist es möglich, dass man es sogar mit vielen, vielen bunten Farbstiften unterschiedlich anmalen kann, dass es noch dieses A gibt. Oder die zweite Variante ist, dass man das rundherum, den Hintergrund sozusagen bunt macht und dieses A in einer Farbe. Oder nehmen wir an, eine dritte Variante wäre, wir hätten verschiedene Rottöne zum Beispiel. Und wir gehen her und nehmen diese A-Struktur in diesen verschiedenen Rottönen heraus und der Rest von mir aus grau, schwarz, grün als Komplementärfarbe oder komplett bunt in der anderen Farbe, außer rot. Also da gibt es Varianten, die man dann mit dem Kind spielen kann. Und zum Beispiel Farbenlehre, ganz toll. Man kann sagen, okay, das ist jetzt ein roter Buchstaben. Was ist denn in der Farbenlehre die komplementäre Farbe dazu? Grün. Also gut, dann werden wir den Rest, den Hintergrund grün malen. Übrigens seht ihr dann gleich auch mitunter, ob euer Kind eine grün-rot Farbschwäche hat. Was ja oft erst beim Militär noch herauskommt, dass es farbenblind ist, auf Deutsch gesagt, mit Grün-Rot-Schwäche. Aber da kann man natürlich auch solche Dinge erkennen. Sieht überhaupt ein Kind Farbe? Es ist so selbstverständlich für uns, dass wir Farben sehen, aber es ist nicht selbstverständlich. Ich habe einen besten Freund, 20 Jahre lang wusste ich nicht, dass dieser Mann überhaupt keine Farben sehen kann. Er hat da immer Jeanshemd getragen und ein weißes T-Shirt und bis er mir das dann irgendwann gesagt hat, weißt du, ich sehe nur Grautöne, ich sehe keine Farben. Deshalb habe ich auch immer die gleichen Jeanshemden und die weißen T-Shirts, damit ich mir einfach nicht schwer tue. Aber er sieht keine Farben. Für ihn eine große Qual in der Schule, weil das hat keiner erkannt. Also geht es davon aus, es ist die Mehrheit, aber es ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und auch im anderen gibt es Menschen inzwischen, die können Emotionen in Farben sehen oder in Töne. Also unser Hirn entwickelt sich weiter. Und was jetzt eine Krankheit ist, unter Anführungszeichen, ist ein großes Geschenk und irgendwann vielleicht sogar mal die Mehrheit. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall in diesem Buch bin ich für die Buchstaben mit den Farben zu kombinieren und habe das so für euch vorbereitet. Und im nächsten Video werde ich euch noch ein bisschen mehr davon erzählen.